Okay, wir rechnen diese schriftliche Addition im Sechsersystem. Was müssen wir rechnen als erstes? Was habt ihr gemacht? Ja. Ja. Okay, ich wiederhole mal laut. Ich würde es aber anders sagen. Also andersrum. Ne? Man rechnet immer von unten nach oben. Okay, also 2 plus 1 plus 3 hast du gerechnet. Und was kam da raus? 1, warum kommt da 1, 0 raus? Genau, es kommt 6 heraus. Und 6, die Zahl 6 im 6er-System ist 1, 0. Warum? Genau. Wir haben, falls ihr Schwierigkeiten habt, euch das vorzustellen, denkt immer in den Eierkartons. Ja? Wir haben im Sechsersystem packen wir Sechserkartons zusammen. So, jetzt habe ich zwei einzelne Eier plus ein Ei plus drei einzelne Eier. Wenn ich die zusammennehme, habe ich einen Sechserkarton voll. Das heißt, ich habe kein einzelnes mehr, aber einen Sechserkarton. 1, 0 ist die Zahl 6. Gut, es kommt also 6 heraus. Und was machen wir mit dem Über... Also wenn so eine Zahl rauskommt hier beim schriftlichen Addieren, wir schreiben hier die letzte Stelle hin und hier drüben den Übertrag. 1, 0. Ja? 0 Einzelne kamen raus bei der Addition auf der letzten Stelle und ein Sechserkarton, den ich in Übertrag schreibe, den ich dann zu den Sechserkartons dazu zählen muss. Okay. Du hattest dich noch gemeldet oder hat es sie erledigt? Hat sie erledigt? Ja. Nee, du hattest dich noch gemeldet, deswegen wollte ich fragen. Okay. Hat sie erledigt, gut. Ja, wie geht's weiter? Ja. 1 plus 2 plus 3 plus 2 ergibt 8. 8 im 6er System ist 1, 2. Genau. Wir schreiben 2 und übertragen 1, weil 1, 2 rausgekommen ist hier an dieser Stelle. Nächste Stelle. Ja. 1 plus 4 plus 2 plus 1 ist 8. Kommt auch wieder 1, 2 raus. Okay, also das Ergebnis ist 1, 2, 2, 0 im 6er-System. Vorsicht, das Ergebnis ist nicht 1220. Das sind nicht 1220 Eier da. Ja? Das sind 1, 2, 2, 0 Eier im Sechsersystem. Wenn ich wissen will, was diese Zahl bedeutet, was muss ich machen? Ja? Achso, okay. Also ich kann jetzt natürlich hinschreiben, genau das, was rauskommt, ist 1, 2, 2, 0 im Sechsersystem. Und was ist das für eine Zahl? Ja? Einmal 6 hoch 3 plus 2 plus 2 mal 6 hoch 2 plus 2 mal 6 hoch 1 plus 0 mal 6 hoch 0. Ne? Das muss ich ausrechnen. Okay, einmal 6 hoch 3 ist. 216, richtig, genau. Wie hast du das gerechnet? 6 mal 6 sind 36 und dann nochmal mal 6. Und das teilt man am besten auf. 30 mal 6 sind 180 und 6 mal 6 sind 36. Beides addiert sind 216. Okay, 2 mal 6 Quadrat. Ja, 72, 2 mal 36, genau. 2 mal 6 ist 12, 0 mal 1 ist 0. Okay, und was kommt dann insgesamt raus?
Ja? 300, genau. Was eine geile Zahl, oder? Ich habe gar nicht mit gerechnet. Super, kommt 300 raus. So, also das hier, dieses Ergebnis ist die Zahl 300. Sie ist aber halt nur mit 6er-Bündeln dargestellt. Mit 6 hoch 1, 6 hoch 2, 6 hoch 3 und so weiter. Okay. Habt ihr zu dieser Aufgabe noch Fragen? Also, hier war nur die Aufgabe, schriftlich zu addieren. Das hinten dran, was wir jetzt geguckt haben, was ist denn das für eine Zahl, kann man natürlich auch fragen, aber war jetzt erstmal nicht die Frage. Nur, um das nochmal deutlich zu machen, dass hier nicht die 1220 steht, sondern die Zahl 300 im 6er-System dargestellt. In 6er-Kartons verpackt. Gut. Kann das eine Zahl im 7er-System sein? Ja?